Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Heute mit einer weiteren Folge Turnier Recap. Wir werden jetzt auf mehrere als nur ein Turnier eingehen, aber so grob mal ein bisschen über unsere Erfahrungen und auch ein bisschen das generelle Meta, glaube ich, sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Nehmt euch ein Getränk, setzt euch zu uns. Und wer ist uns? Ich habe den guten André dabei. Hallo, guten Abend und willkommen ein bisschen aus der Versenkung. Ja, das stimmt allerdings. Da gab es bei uns ein bisschen eine Flaute im 40k-Team, aber da arbeiten wir jetzt wieder dran, das wieder ein bisschen auszugleichen. Genau. Ja, und ich bin natürlich auch dabei, Florian. Und ich würde sagen, wir können gleich mal mit der wichtigsten Frage des Abends starten. André, was trinkst du? Boah, jetzt geht's los. Ich trinke einen Lillet mit Zimtlikör, Zitronensaft, Soda-Water und Eiswürfeln. Also eher so ein winterliches Getränk. Mega lecker. Und ja, also eigentlich ein Lillet. Witzig. Also du hast es beschrieben und ich dachte, wow, bei dir ist der Sommer ausgebrochen und dann sagst du, es ist eher ein winterliches Getränk. Ja, mit dem Zimtlikör. Ja, okay, fair, stimmt, stimmt. Aber Lillet ist für mich echt so ein Sommerding irgendwie. Es ist auch sehr erfrischend und einfach sehr lecker. Das glaube ich. Ja, erfrischend bin ich natürlich auch unterwegs. Ich habe einen schwarzen Kaffee in der Hand und der erfrischt wie nichts anderes. nein, genau. Also der wird mich auf jeden Fall durch die Aufnahme bringen, denke ich. Also würde ich jetzt einen schwarzen Kaffee trinken, könnte ich die ganze Nacht meine 6 Talos bemalen. Echt, ich merke so gar nichts vom Koffein, aber vielleicht auch einfach, weil ich zu viel davon zu mir nehme. Naja, alles Gewohnheit. Okay, dann würde ich sagen, also wir hatten letztes Mal ein bisschen über Kassel geredet, das GT dort. Das war ja fand also für mich eine sehr positive Erfahrung, wenn auch nicht unbedingt spielerisch, aber das bin ich ja nun dann selber schuld. Also ich überlege tatsächlich nach dem Kassel-Event im September das Single mitzunehmen, was Donnerstag, Freitag ist. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich habe sogar überlegt, die Kombipackung mitzunehmen. Nee, Team, wegen meinem Dienst geht das, glaube ich, nicht. Ja. Ja, es ist schwierig natürlich, das stimmt. Also müsste ich mir natürlich auch Urlaub vernehmen, aber die Location war schon sehr geil, die Orga war schon sehr geil und da wurde zu einem sehr hohen Niveau gespielt und das lockt mich auf jeden Fall an, weil ich das Gefühl habe, dass ich da auch einfach noch wachsen kann dran, ja, ich gegen viele gute Spieler spielen kann. Überleg dir mal, was jetzt auf dem Alpine Cup letztes Wochenende rumgelaufen ist an Spielern. Mani Chima, Liam, die ganze England-Riege, also Omani rum, hier das ganze Team England, internationale Top-Spieler sind da in Leoben rumgerannt. Ja. Wahnsinn. Einfach. Ja, ja. Und aber auch nationale, ne? Also das muss ja, man ja also auch sagen. Also, genau. Also es war wirklich eine Star-Besetzung in dem Sinne. Zumindest, aber wenn man gegen Spieler spielen möchte oder Mitspielern spielen möchte, die sehr gut sind, wo man sich auch vielleicht noch was abgucken kann und so, da bietet sich sowas natürlich total an. Und da würde ich das auch jedem empfehlen, auf jeden Fall. Genau. Ja, was hast du denn noch so seit Kassel, was hast du denn noch so für Turniere besucht? Ich war in Osnabrück. Orgamäßig will ich da gar nicht näher drauf eingehen. Da sind ein paar Fehler passiert, aber was ich menschlich super gut finde, ist, dass sich die Leute dafür entschuldigt haben und es einen Ersatztermin gibt und quasi ein Ausweichturnier für die Leute, die da waren. Aber es geht ja auch um Warhammer und ich hatte 3 richtig krasse Spiele, wobei eins davon, ich sage ja immer, alles liegt nicht an den Würfeln, aber es war dieses eine Spiel von, weiß ich nicht, ich sag mal 100 Spielen, was bei dem einen total krass läuft und bei dem anderen komplett in die andere Richtung. Wenn sich dein Gegner schon für seine Würfelwürfe entschuldigen muss und bei dir sagt, oh, es tut mir leid, was du da gerade fabrizierst. Ja, manchmal ist es so, ne? Aber vielleicht einmal zum Abholen von allen, inklusive mir. Mit welcher Fraktion bist du denn hin? Ich bin mit Chaos Space Marines hin. Mit einer Liste. Ich will meinen Gegner zerstören. Ein bisschen abgewandelt nach dem Data Slate, aber immer noch so richtig
richtig böse Shooty auch mit Predator, Destructor, Vindicator, Abaddon, Chosen Bombe, Bikern, Forge Fiend und also wirklich so richtig brutalst ins Gesicht. Mhm. Und im ersten Spiel habe ich gegen Death Guard gespielt und das war auch recht schwierig, weil Death Guard echt gut punktet, aber ich habe ihn auch wirklich getabled. Und dann kam dieses ominöse eine Spiel gegen Chaos Knights und das Set auch gegen Chaos Knights einfach gut. Und ich will nur ein Beispiel geben, da können wir auch offenbar auch nicht näher drauf eingehen, aber Abaddon macht 28 Schaden an einem Night Tyrant. 28. Wow. Im Melee dann. Im Melee. Und der hatte einen 6er Philo Pain. Und der hatte irgendwie noch 20 Leben. 20 Leben. Und er schafft von den 28, schafft er 18 Sechsen. Alter, was? Ja. Ja, ja. Genau. Ja, und dann kommt eins nach dem anderen so, dann so, das zweite ist so ein Vindicator schießt auf einen kleinen Knight irgendwie. Mhm. Der hatte noch einen Fünfer Safe, ne, mit Deckung und so. Ja. Ja, halt und kommen acht Schüsse vom Vindicator durch und acht oder so und der würfelt 7-5. Ja. Ja, und dann bricht halt das ganze Kartenhaus so zusammen, ne? So. Ja, klar. Wenn die Knights dann noch zu lange leben und zu viel zurückschießen und so, hast du dann ja auch genau. keine Ressourcen mehr. Ja gut, sowas kann natürlich immer passieren. Also die Runde hast du offensichtlich dann ja, nicht. Ja, und im letzten Spiel dann gegen Space Wolves, mega gutes Spiel. Also davon mal ab, alles richtig coole Jungs gewesen, war richtig gut. Ja. Und letztes Spiel gegen Space Wolves mit einer, mit hier Donnerwölfe, Bombe, drei fette Einheiten davon und ja, er hat gedacht, die halten viel aus, aber nicht gegen CSM. Holy moly, ey. Ja, ja. Mit CSM zersägen immer noch alles, ne? Also wenn die drankommen, wenn die ihren kompletten Damage zum Tragen bringen können, dann ist halt, also da gibt es keine. Ja, aber da war es dann halt so, wenn dann so ein Vindicator mit Blast und Sustained Hits auf 5+ da reinschießt mit vollen Rerolls von Abaddon, das ist schon richtig böse. Ja, auf jeden Fall. Ja, also war an sich cool, außer die Rahmenbedingungen, aber wie gesagt, die Jungs machen das schon und sowas darf eigentlich nicht passieren, aber mein Gott, das ist ein kleiner Verein und so, egal. So, das war Osnabrück, auch wieder ein paar Leute kennengelernt, kleines Turnier gewesen und alles gut. Am Ende. Wie viele Leute ungefähr? 16. 16, oh, das finde ich aber eine ganz angenehme Größe für ein RTT, ne? Finde ich. Ja, am Ende waren es, glaube ich, nur 14. Ja, okay. Ja, trotzdem, ja. Also ich finde es ganz cool, du hast natürlich trotzdem noch nicht einen eindeutigen Sieger, also ist noch nicht, weil du ja, ne, also mit 3 Spielen kannst du ja nur von 8 sozusagen den besten ausloten, das heißt, du hast dann potenziell 2 ungeschlagene, aber ja, genau. Ist trotzdem eine ganz angenehme Größe, also dann, wenn du dann alle 3 Spiele gewinnst, hast du auch eine realistische Chance auf den Sieg, das finde ich immer ganz angenehm. Genau, ja, ich bin direkt nach Kassel, direkt das nächste Wochenende, habe ich mir gedacht, komm, mache ich nochmal ein zweites GT hinterher, und zwar Erkelenz. Ja. Das war auch wild anstrengend, muss ich sagen, 2 Wochen hintereinander. Genau, und nachdem Kassel ja mit meinen Orks nicht ganz so super lief, muss man ehrlicherweise sagen, hatte ich meine Liste leider aber schon vorher submitted, und deswegen mit derselben Liste musste ich wieder ran. In Kassel, kurzer Reminder, hatte ich ja von 6 Spielen 3-mal Chaos Knights. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es mit der Liste, ich kam nicht gut gegen die Chaos Knights an. Ich hatte zwar 2 Unentschieden, einen Loss, was also nicht nur Loss ist, aber trotzdem ist ja nicht das, was man möchte. Naja, und deswegen hatte ich das Glück, in Erkelenz 5 Spiele, hatte ich dann noch 2-mal Chaos Knights zum Trainieren. Die werden auch echt oft gespielt, ne? Ja, definitiv. Genau, aber in Erkelenz lief es schon etwas besser für mich auf jeden Fall. Also da konnte ich dann, habe ich zwar auch einen Loss mitgenommen, aber auch einen Win gegen Chaos Knights. Das war auf jeden Fall schon eine ganz gute Geschichte. Dann hatte ich da auch Space Wolves, den guten Marvin. Ose? Ja, genau. Ja. Grüße ihn raus. Den sehe ich immer häufiger jetzt hier bei mir in der Gegend, auch auf den Turnieren. Der spielt halt auch gut, auf jeden Fall. Und der hat ja auch eine etwas außergewöhnliche Liste mit der Space Wolves. Hat ja auch einen Flieger dabei.
Diese Holzbemalung, naja, ist Ja. richtig geil. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Genau, und ja, war ein super toughes Spiel. Ganz knapper Sieg für mich. Und das war leider ein bisschen ärgerlich. Wir haben Assassination ein bisschen falsch gespielt. Hätten wir es richtig gespielt, wäre es ein Unentschieden gewesen. Und also zu seinem Nachteil sozusagen. War leider ein bisschen doof. War dann auch da. Nee, will ich gar nicht sagen. Ja, sagen wir mal, es war nicht ganz nur unsere Schuld, dass wir es falsch gespielt haben. Aber keine Ahnung, war natürlich, es schmeckt dann natürlich ein bisschen bitter, wenn man im Nachhinein feststellt, okay, es hätte eigentlich ein Unentschieden sein sollen. War dann aber auch schwierig, weil dann natürlich die anderen Karten, die er gezogen hätte, anders gewesen wären. Also man kann es nicht wirklich sagen, ob es ein Unentschieden gewesen wäre oder nicht. Von uns beide ein bisschen unzufrieden stellen. Deswegen achten wir da jetzt drauf. Man kann die Karte auch im Gegnerzug scoren. Das wollte ich Ja, nicht auf jeden erzählen, Fall, genau. ja, aber du musst sie Ja. schon gezogen haben, ne? Genau. Ja, genau. Ja, das haben wir ein bisschen falsch gemacht, leider. Naja, ein bisschen bitter, aber naja. Jedenfalls bin ich da dann in Runde 5 bin ich witzigerweise auf denselben Opponenten getroffen, den ich in Kassel in Runde 6 gesehen habe, und zwar den guten Ben Hackländer, der ja auch ein sehr guter Ja, der Spieler ist. Bierkapitän. Der Bierkapitän. Da kann man nichts anderes sagen, der spielt sehr gut. Der ist ja auch ein halbes Wiki. Genau, und während er noch in Kassel noch seine Korn Demons, beziehungsweise die von Yari dabei hatte, hatte er dann jetzt so eine Necron-Liste mit Zitan und 18 Wraiths und so. Mit zwei Zitan sogar, also ne, Void Dragon und Ja. Nightbringer. Genau, also der spielt die Liste auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden die Wraiths so gut pilotieren sehen. Also ich habe noch nie so viel Mortal Wounds durch Wraiths bekommen wie in dem Spiel. Also auch mit jeder Rückfallbewegung über eine Unit drüber und so. Genau. Und in dem Spiel war es tatsächlich, also vielleicht nicht so schlimm wie bei dir, bei dem Spiel, was du eben beschrieben hast, aber auch so, also ich habe dem Void Dragon, habe ich 34 Verwundungen hingelegt. Rate, wie viel Schaden er bekommen hat? Fünf. Null. Oh Gott, oh mein Gott. Ben hat einfach alles weggesaved. Also rechnerisch hätte der im Schnitt hätte der Zitan sterben sollen. Das heißt natürlich nichts, ne? Der Zitan im Zweifel, der spiked ja immer mal in alle Richtungen. Aber null war schon wild. Also dass er erstmal mit dem Vierer Retter hat er schon wirklich insane gesaved und den Rest dann wirklich alles auf die Phenomens genommen. Dann dachte ich auch noch, okay, wow. Ja, Richtig aber gut. deswegen spiele ich halt aktuell gerade so gerne Death Guard, weil dann siehst du in den Augen von dem Necron-Spieler wirklich pure Angst. Das kann ich mir vorstellen. Die Death Guard ist auch sehr potent. Ja, genau. Also konnte Ben dann tatsächlich in der letzten Runde auch so den Sieg für sich noch mitnehmen. Damit bin ich dann 3-2 gegangen in Erkelenz. Das war aber eigentlich okay. Das Das war ist so, okay. genau, war so mein Erwartungswert, positive Dings. Also meine Erwartung an mich sozusagen. Deswegen, also Erkelenz bin ich mit einem ganz guten Gefühl rausgegangen. Ja. War ein sehr schönes Turnier. Also die Location ist ein bisschen überbelegt, sagen wir mal. Also da waren über 100 Spieler. Ein paar müssen dann außerhalb von der Halle spielen, aber das geht von der Akustik her, geht das klar, weil das eh so ein Veranstaltungssaal ist und das Essen und insgesamt war super. Also bei Erkelenz ist das Essen immer im Preis mit drin. War ein super Essen, das Catering war fantastisch, ganz nette Leute, Orga war super sauber. Also da kann man wirklich ein tolles Turnier, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Würde ich Ja, sagen. nächstes Jahr will ich das auch mitnehmen, glaube ich. Aber ich fand's gut. Also wirklich kann ich empfehlen. Und die geben sich auch richtig Mühe, das merkt man. Also die haben da auch Bock drauf, ein gutes Turnier hinzustellen. Und die haben auch ein bisschen Erfahrung, habe ich das Gefühl. Schlaf dann bei dir. Ja, kannst du tatsächlich machen. Wir haben eine Schlafcouch. Ist für mich, ist von hier halt nochmal irgendwie eine 35 Minuten oder so weg. Aber das ist ja kein Problem, das geht mal easy hin. Ja. Ja, gerne. Genau, ja, das war so meine zwei GTs in 2 Wochen Erfahrung. Die war wild. Warst du danach kaputt? Danach, ich war schon müde auf jeden Fall. Ich hatte mir den Montag aber dann nach Erkelenz auch freigenommen, weil ich mir Okay. das schon dachte. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es mir, glaube ich, nicht so super gegangen, muss ich sagen. Aber so ging es klar. Da habe ich dann halt ein bisschen regeneriert. Okay, was kam bei dir nach dem? Ja, jetzt am Osterwochenende, Ostersamstag, war ich in Hannover. Vom guten Christian organisiert, Christian Wangert. Ein kleines 14-Mann-RTT mit richtig, also für 14 Mann waren da Listen dabei, holy moly, ey. Turnier Und Style oder dann, was? ja, aber auch der gute Lys dabei mit Mhm. seinen Custodes und es kam, wie es kommen musste.
Ich habe in Runde 3 gegen ihn gespielt. Ich habe Death Guard gespielt. Und Runde 1 hatte ich gegen Necrons rasiert, Hypercrypt Legion. Runde 2 ein super geiles Spiel gegen Tyranniden gehabt, wo ich in Runde 3 schon gedacht habe, André, das Ding ist, das kannst du abgeben. Das war's. Aber dann habe ich nochmal, dann hat Mortarion nochmal so richtig aufgedreht. Der stand dann auch in Runde 5 auf dem Heimmarker vom Tyranniden und natürlich Capture Enemy Outpost. da gab es nochmal einen richtigen Punkteswing. Stand dann 2-0 und dann habe ich dann gegen den guten Lys, gegen den Sebastian Mark gespielt mit seinen Custodes. Der pilotiert die halt schon echt gut, ne? Also. Den Namen hat man nicht umsonst schon mal gehört, ne? Ja, es ist für ihn ein unangenehmes Setup, hat er gesagt. Von allen drei Gegnern, die zur Möglichkeit standen, wollte er nicht gegen Death Guard spielen. Ja. Dann auf der rechten Flanke komme ich in meiner Runde 2 mit meinem Sechser-Trupp Deathshroud mit Lord of Virulence runter. Er reagiert glänzend, wirklich on point, mit einem Rapid Ingress auf der Seite mit Trajan und 5 Guards. Und dann dezimiere ich, da stand ein Trupp Wardens mit Valerian. Und der hat richtig gut gefressen. Und dann stand am Ende nur noch Valerian. Und ich wollte den weghaben. Und ich mache den Charge und komme, weil ich einen langen Charge würfel, in die 6-12 von Trajan rein. Ah. Er macht Heroic Intervention, zündet Fight First. Ah, und das war gerade der Trupp, den ich eigentlich richtig, also den ich brauchte gegen ihn, um mit den Flamern und plus 1 DS, also ich hatte gegen ihn eh plus 1 mehr Durchschlag gewählt in Contagion Range. Und dann mit dem Shredder Gem ziehe ich ihn immer mit Ignore Cover auf den Retter und da kommen halt super viele Flamer-Runden durch. Anti-Infanterie 4+, und der Lord of Virulence wiederholt alle Verwundungswürfe im Fernkampf. Dann haut er mir den Trupp da weg. Er hat maximal gescored. Ich habe noch richtig gut aufgeräumt, aber konnte von den Punkten nicht mehr rankommen. Am Ende standen von ihm noch, ich glaube, 3 und 2 Guards, aber er hat halt einfach mehr gepunktet. Ja. Und das war einfach für mich so, da hat er mir beide Beine weggehauen auf der Flanke, ne? Ja, ein crazy gutes Play, aber auch tatsächlich. Ja, super Player. Da habe ich ihm auch gesagt, es war einfach erste Sahne, ne? Das machen, in der Situation machen das vielleicht 2 von 10 Spielern so. Ja, wenn überhaupt. Also, du musst die Situation ja schon kennen, ne? Ja. Also, er musste die Situation ja quasi schon antizipiert haben. Du musst erstmal wissen, dass dieser Trupp für dich ultra gefährlich ist. Dann musst du dir die CP aufgespart haben, dass es überhaupt klappt. Und dann muss das alles so passieren und dann, ja, naja. Wir haben mega abgefeiert, wir hatten beide super viel Spaß bei der, also wir waren richtig im Tunnel, aber ja, dann bin ich Vierter geworden, war auch super schön, kleines Turnier, aber das war es dann erstmal jetzt für mich. Ich mache bis Juni so eine kleine Turnierpause. Und bin dann erstmal wieder beim Supermajor anzutreffen. Geil. Ja. Es kann sein, dass ich irgendwie spontan noch irgendwas mache. Aber ich hatte mir jetzt erstmal so auferlegt, so ein bisschen eher mehr malen, mehr basteln, Tabletop-Simulator zocken und und dann mal ein bisschen entspannter angehen, die Sache, ne? Ja, muss man auch mal machen. Also, wie ihr gleich noch hören werdet, also habe ich mir jetzt für die nächste Zeit tatsächlich auch vorgenommen, weil ich der letzten Zeit noch ein bisschen aufgedreht habe. Und das ist auf Dauer ist doch sehr anstrengend und so ein bisschen hat man ja auch noch anderes Privatleben gelegentlich unter denselben Hut zu bringen. Genau, nämlich, also nachdem Erkelenz und Kassel ja 2 Wochenende in Folge waren, habe ich mir gedacht, für das Wochenende danach in Folge hole ich mir nur ein Eintagesturnier. Dass ich ja wirklich in 3 Wochen 3 Turniere gemacht habe. Also für mich persönlich sehr anstrengend. Mag Leute geben, für die ist das normal, aber also für mich, es war schon eine Herausforderung. Muss auch sagen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war. Beim dritten Turnier hatte schon mal mehr Lust auf Warhammer als in diesem Moment.
Und zwar, lass mich jetzt gerade nicht lügen, das müsste ein Scheunenkloppen gewesen sein. Das ist so ein RTT bei mir um die Ecke. Das wird einmal im Monat abgehandelt, was ziemlich cool ist. Und da sind immer mehrere Leute, also das sind mehr so um die 30 rum. Genau. Was habe ich denn da? Da lief es bei mir wirklich gar nicht. Also meine Motivation hat sich auch in den Spielergebnissen wieder gespiegelt. Da habe ich erstmal gegen Grey Knights gespielt und Grey Knights Mists of Deimos ist für Orks einfach so ein Hard-Counter, wirklich. Du musst jedes Play, also du kannst wirklich von deinen 10 Plays, die du so in deinem Playbook hast, kannst du halt 9 nicht spielen. Sehr anstrengend. Sagen wir mal so, man kann da schon mitspielen als Ork. Es ist kein Auto-Win für Grey Knights, bei weitem nicht. Aber das, also das war mein erstes Spiel gegen Grey Knights jetzt mit den besseren Flammenwerfern und mit den besseren Dread Knights und so weiter, die dann auch alle den Flammenwerfer dabei haben, was für Orks natürlich auch einfach nochmal tödlicher ist. War schwierig. Unangenehm, ja. Ja, und ich habe dann 83, 84 verloren, also mit einem Oh Punkt Rückstand. nein. Und Foreshadowing, das nächste Spiel, das ich gegen Grey Knights gemacht habe, habe ich auch mit einem Punkt Differenz verloren. Ja, war ein bisschen wild, aber eine gute Erfahrung und auch tolle Spieler auf jeden Fall. Also es waren mega geil auf Augenhöhe. War auch gar kein Gotcha oder so bei dem Mists of Deimos. Und er meinte auch, hey, so, ich hab das, ich kann auch Dawn-Op anmachen, hat mich da immer darauf hingewiesen. Super cooler Spieler, aber natürlich muss ich trotzdem entscheiden, gehe ich jetzt innerhalb von 9 Zoll oder gehe ich nicht innerhalb von 9 Zoll. Ja, und Orks sind ja auch, was die Offensive angeht, so ein bisschen swingy. Also ich habe nur AP1, wenn der Gegner Armor of Contempt anmacht. Entweder würfelt er viele Einsen oder würfelt sie nicht. Da kann schnell viel auch was mal abprallen, gerade gegen Grey Knights. Aber die Naja. Bosse haben doch mehr DS, oder nicht? Ja, die haben zwei tatsächlich. Okay, Aber das ist auch ja. nur genau eine Unit, die du hast, oder die ich zumindest in meiner Liste dabei habe. Und alles andere hat nur DS1 in der kompletten Liste. Also auch die Warbosse, die Beastbosse zum Beispiel haben nur AP1. Ja. Wirklich nur die Power Claws haben zwei. Aber. Wie ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, es gab ein paar Codex-Teaser. Da kommt ja noch ein bisschen was. Also ein bisschen mehr AP kommt in die Ork-Welt. Ein bisschen. Bisschen. Ja, nicht, tatsächlich nicht so viel, aber ein bisschen. Also auf AP3 kommen wir trotzdem wahrscheinlich nicht hoch. So, das waren die Spiele. Ja, und da habe ich dann auch wieder da habe ich dann, die Runde 3 war dann irgendwie gegen so eine, drei Redemptor-Liste mit noch ganz vielen anderen Space Marine-Fahrzeugen dahinter. So eine Iron Storm-Liste. Und das ist für Orks auch wirklich schwierig. Ich kann es auch nicht immer nur auf die Armee schieben. Aber in dem Matchup hatte ich auf jeden Fall hatte ich auch Probleme. Dadurch, dass Orks eben mit dem Redemptor mit -1 Damage und Armor of Contempt quasi keinen Schaden mehr machen. Ein bisschen Schwierigkeiten. Dann war es die Mission, wo die Marker verschwinden. Und Oh, natürlich nee. ist der Marker, der für Nee. ihn gut lag, geblieben. Und dann war es so, ja, okay, dann wird es jetzt schwierig, ne? Also Also ist immer. neben Servus Guys eine Mission, die ich tatsächlich bei uns vom Turnier streichen will, die. Ja, kann ich verstehen, weil es gibt einfach Fraktionen, die damit nicht arbeiten können. Orks sind auch eine, die damit eigentlich gut arbeiten kann, tatsächlich, wenn der Gegner schon bleibt, weil du halt viel Infanterie hast, die dann trotzdem draufkommt. Aber es gibt Fraktionen, für die ist das einfach doof. Und dann mag ich das auch nicht so gerne. Genau, ja, das war ein kleines RTT und danach hatte ich dann auch wirklich erstmal ein, 2 Wochen Pause. Welchen Platz hast du denn dann gemacht? Das lief nicht gut, da habe ich einen Sieg, zwei Niederlagen, also da war ich irgendwo ganz hinten. Das Okay. habe ich mir gar nicht gemerkt. Genau. Das war soweit. Dann habe ich aber in der letzten Zeit, ich war trotzdem weiter fleißig. Und zwar habe ich mir im hohen Norden habe ich mir ein Turnier angeschaut, das noch relativ neu ist. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, erst das zweite Mal, dass es stattgefunden hat, in Ja. Osterrauder Feen. Das ist im Emsland, wenn ich das so richtig Ein bisschen weiß. oberhalb von Oldenburg, ne? Ja, genau, da Richtung Emden. Ja, muss ja dann das Emsland sein, genau. Und das war auch super cool gemacht. Also da waren auch viele von den 40 Kings waren anwesend. Das war eigentlich ganz charmant. Da war ich mit ein paar Freunden von mir und wir haben vorher festgestellt, dass ungefähr die Hälfte aller anwesenden Spieler 40 Kings Mitglieder sind. Und dann haben wir gedacht, okay, dann spielen wir so ein bisschen 40 Kings Bingo. Und wer am Ende die meisten 40 Kings besiegt hat, der wird der 40 Kings Slayer. Es war aber ein GT, ne?
Du hast recht, das war ein GT, ja, das war ein Zweitäger. Du hast recht. Genau, mit so 30 Leuten, ja. Ja, das war super cool. Also die Halle war total geil. Ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben so viel Platz um den Tisch herum. Also da wäre auch noch Luft, um noch mehr Leute da hinzukriegen. Einziger Nachteil natürlich, es ist ein bisschen ab vom Schuss. Es ist wirklich kurz vor Ende von Deutschland. Aber wirklich schön. Und wir waren da in einem Hotel, das uns empfohlen wurde. Und die Menschen, die das Hotel betreiben, richtige nordische Originale. Also, das war auch eine Erfahrung für sich, muss man sagen. Du darfst nicht Moin Moin sagen, nur Moin. Genau, sonst schon zu viel gesammelt. Wobei der hat uns auch ganz guten Kotlet ins Ohr gelabert, aber es war auf so eine richtig geile Art. Also war cool. Und das Turnier war auch geil gemacht. Also war ganz fantastisch. Genau, da ist meine Serie natürlich weitergegangen, dass ich jedes zweite Spiel muss gegen Chaos Knights sein. Aber ich habe sehr viel gegen Chaos Knights trainiert, auch in der Zwischenzeit. Und mittlerweile verstehe ich, wie man mit Orcs Chaos Knights tatsächlich auch relativ sicher schlagen kann, wenn da nicht irgendwelche, wenn mir die Mission nicht einen Strich durch die Rechnung macht oder sowas. Und deswegen konnte ich da dann gegen Chaos Knights auch tatsächlich mein Spiel so durchsetzen, wie ich das wollte. Das hat ziemlich gut funktioniert. Genau. Generell lief das eigentlich ganz gut, das Turnier. Ich weiß nicht mehr, welchen Platz ich gemacht habe, aber ich war zufrieden auf jeden Fall. Auch wieder mit einer positiven Bilanz, wenn ich mich nähere. Es gab ein Unentschieden-Bracket. Und ich habe auf jeden Fall wieder zwei Spiele unentschieden gespielt. Genau, ich habe zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ja, genau. Ja, das ist ja auch so die Diskussion, spielt man mit Draw Range oder nicht? Ja. Ich bin der Meinung, eine Draw Range ist was für Teamturniere und auf einem Singleplayer ist ein Draw wirklich nur bei absoluter Punktgleichheit. Und wenn einer einen Punkt mehr hat, hat er gewonnen. Punkt. Also das Finde ist ich meine persönliche Meinung. persönlich auch besser. Es fühlt sich einfach sonst falsch an. Man muss aber, finde ich, schon sagen, dass jetzt zum Beispiel in Kassel hatten wir eine Draw-Range und dadurch hatten wir dann genau einen Spieler, der ungeschlagen war. Und das war halt Ja, schon auch cool. wenn man mit Draw, also wenn man ohne Draw Range auf einem großen Turnier spielt, sollte man sich vielleicht Gedanken um eine Shadow Round machen. Ja. Ist natürlich dann hart, wenn alle abends weg sind, dass dann die Shadow Round läuft, aber oder ein Top Cut wenigstens am Ende. So wie jetzt auf dem Alpine Cup. Die zwei letzten Ungeschlagenen haben dann am Single das Finale unter sich ausgemacht. Ja, und ja, am Ja, Ende also wird es dann deutlich, also muss es dann deutlich werden. hat Vor- und Nachteile, also Ja. das mit der Draw Range, aber ich bin da tatsächlich auch bei dir. Ich finde es einfach super unbefriedigend, wenn du 5 Punkte mehr hast als dein Gegner und dann ist es unentschieden. Also das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja, genau. Genau. Ja, und ich war tatsächlich noch auf einem kleinen Turnierchen in der Zwischenzeit. Alter. Ja, wie gesagt, ich war fleißig. Ich wollte mit Orks viel ausprobieren. Also insbesondere dachte ich ehrlicherweise, immer habe ich mich für Turniere angemeldet, mit der Hoffnung, dass bis dahin der Ork-Kodex schon da wäre. Also ich Nope. habe mich im Januar überall angemeldet und dachte dann halt, okay, dann mache ich das halt so, dass ich quasi, sobald der Kodex draußen ist, direkt die folgenden 2, 3 Wochen Turniere habe. Leider hat sich das ja ein bisschen verzögert oder ich habe es falsch eingeschätzt und deswegen bin ich jetzt zu all diesen Turnieren mit dem alten Decks hingefahren oder mit dem Index-Detachment, was auch ein gutes Detachment ist, keine Frage. Also kann man schon machen. Aber ja, mein Plan ist sozusagen nicht aufgegangen. Genau, ich habe meine Liste ein bisschen angepasst. Also mittlerweile habe ich Ghazghul dabei. Und ich mag nicht, dass ich ein 5-Zoll-Bewegung-Modell habe mit einer riesigen Rundbase, das nur dann durch eine Wand durch kann, wenn es rennt oder direkt an der Wand steht. Um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Aber ich sehe ein, dass man den in der Ork-Armee aktuell, im aktuellen Meta auf jeden Fall braucht. Also, die harten Hits von ihm sind super viel wert. Der bedroht halt auf jeden Fall. Die Lethal Hits Aura ist fantastisch. Und auch der Zweier-Rüster ist gut, ist nice to have. Das hat man in der Ork-Armee ja ansonsten auch eher nicht so viel. Und ich finde, wenn man irgendwas aus dem Mega-Armor-Spektrum mitbringt, finde ich Ghazghul schon auch am besten. Wie viel kostet der? 230, 35? Okay.
Also er ist nicht 235 gut. Schon teuer. Ja, ist schon sehr teuer. Aber, ja. Also ich meine, er haut schon auch dick zu. Der hat 6 Attacken mit Stärke 14, minus 3, 4 Schaden. Das ist schon, ja. Ist schon gut. Und er hat halt Lethal Hits. Plus 1 to Hit, plus 1 to Wound, wenn er einen Trupp anführt. Ja. Das schon, da kommt schon was raus. Also für seinen ganzen Trupp plus 1 to Wound. Das Problem ist, dass sein Trupp Meganobs sind. Und Meganobs, ich weiß nicht, was da los ist. Aber die haben halt leider nur 2 Attacken, das Modell. Und treffen auf die 4. Ja, die treffen dann die Death Guard, die treffen mich dann auf die 6. Ja, genau. Also Krieger plus 1 durch Gazi, das heißt, sie treffen dich auf die 5, es sei denn, du gibst dir Mühe. Ist immer noch möglich, dass du sie auf die 6 treffen lässt. Aber die 6 explodieren dann wenigstens. Das heißt, eine Attacke trifft zweimal wenigstens. Ja, nein, es ist schwierig. Ich bin auch kein großer Fan von den Meganobs. Als Damage-Piece zumindest. Aber ja. Du kannst halt auch einfach 2 Stück mitnehmen und die übrigens schenken. Für 60 Punkte hast du dann 6 Leben mit einem 2er-Ruster und Toughness 6 auf einem Objective. Das ist schon auch was wert für Orks, weil Orks da nicht so viel haben, was das sonst so kann. Was dann auch einen kleinen Footprint hat und so. Deswegen, also kann man machen, also ich würde die halt trotzdem immer nur von Gazi angeführt mitnehmen, sonst würde ich die, glaube ich, ich persönlich die nicht so gerne mitnehmen. Ja, aber dann liest du besser mit Gazi oder was? Wie bitte? Da liest du besser mit Gazi? Ja, auf jeden Fall. Also Gazi auch eins der Pieces, warum es dann gegen die Chaos Knights etwas besser läuft. Mit Gazi kriegt man das Setup auch viel besser hin, muss ich sagen. Also Orks natürlich sehr geländeabhängig. Du brauchst irgendwie L-Stücke, wo du deine Fahrzeuge reinschieben kannst. Aber wenn du das hast, dann kann man auch wirklich einen massiven Damage-Zug rausholen und noch ein bisschen hinterher peilen und so. Es gibt nur echt ein paar Matchups. Und da komme ich jetzt auf das letzte Turnier nochmal zurück, wo ich jetzt war, dass wir nicht wieder einen Scheunen kloppen. Da habe ich wieder gegen Wotan gespielt. Und ich muss sagen, Wotan sind für Orks so ein schwieriges Matchup. Der Wotan-Spieler kann nichts falsch machen. Also der kann 100 Fehler machen und das ist ganz egal. Und als Ork-Spieler darfst du nicht eine Unit falsch stellen, sonst ist das Spiel gelaufen. Das ist richtig wild. Also das ist wirklich... Ja, weil der Output auch einfach so unfassbar pervers ist, ne? Ja, und Orks haben ja nicht genug Beschuss, um denen wirklich Schaden zuzufügen. Das war so eine 6-Sagi-Tower-Liste. Das war, ich muss sagen, super netter Spieler, war ein geiles Spiel, aber nach Runde 2 war es schon klar, dass es nicht, also dass er das Spiel gewinnt. Einfach weil ich kann da nicht durch. Ich hatte immerhin den ersten Zug, das war gut, weil sonst gehört das Feld Runde 1 schon nur ihm. Aber also wildes Spiel. Sehe ich auch nicht so richtig, wie ich mit Orks da, also mit der Liste zumindest, wie ich da. Ja, Wotan sind für viele momentan so ein bisschen Gatekeeper, ne? Ja, habe ich auch das Gefühl. Alles, was nicht super stabil ist, ist so meine Beobachtung. Ja, also Death Guard hat auch seine Probleme damit. Echt? Oh, ich dachte, Death Guard könnte. Nee. Da kommt zu viel rübergeflogen dann. Ich finde auch die Mechanik aktuell nicht gut, dass die einfach am Anfang wie viele 4 Token verteilen? A2? 4. Das ist zu viel, finde ich persönlich. Also ja. Es gab, glaube ich, kein Mal, dass er geschossen hat ohne Token. Ja, das ist auf den Target. Also, ist natürlich cool für ihn, aber dann kannst du auch einfach armeeweit dauerhaft plus 1 to hit, plus 1 to wound anmachen. Also, dann tu nicht so, als wäre da eine Mechanik dahinter. Je mehr Kodizes jetzt kommen und die Wotan immer noch nach Index spielen, desto besser werden sie. Ja, das ist allerdings wahr. Wobei, es zeigt sich ja jetzt der Ork-Kodex tatsächlich am Horizont und ich glaube, dass auf die Orks erstmal gute Zeiten zukommen. Also, die Leaks bisher sehen ganz nice aus. Muss ich sagen. Ja, aber sie sehen normal aus, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, nicht auf keinen Fall broken. Es gab auch einige Nerfs, ne? Also Bartok ist gestrichen, das heißt, Orks haben jetzt oder zumindest das bisherige Shooting-Piece ist weg, weil ohne Bartok sind die Flash-Gates nicht spielbar, tatsächlich. Die Hit-Rerolls sind notwendig, es sei denn, die bekommen anders irgendwie Hit-Rerolls. Ne? Die haben anscheinend ja ein paar Datasheets bei den Orks angefasst. Apropos, einige Datasheets wurden geändert, das heißt, wir können erstmal nicht so viel einschätzen. Einige Orks sind einfach schwächer geworden, also die Beast-Bosse haben 2 Toughness verloren und ein Feel No Pain 1 schlechter, die großen Dino-Bosse. Nein, verstehe mich nicht falsch, das ist okay, das muss sich aber in den Punkten auch noch widerspiegeln, also die Units. Ja, auf jeden Fall, aber ein Feel No Pain ist einfach so schlimm. Ja, ich finde es auch nicht gut. Also ich finde gut, dass es kein Vierer Fino Pain ist. Vor allen Dingen Mozzie hat den verloren.
Nee, Mossi hat den, Mossi weiß ich gar nicht. Die Dino-Boss haben den schon verloren, genau. Ja, auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, bin ich bei dir. Also es war fürs Spiel nicht super. Aber das waren halt einige der Sustain Pieces für Orks. Muss man ein bisschen gucken, wie es jetzt läuft. Die können jetzt Trupps anführen. Das finde ich cool. Dafür ist der Nob auf Smasher Squeak auch weg. Er wurde auch ein bisschen schwächer gemacht. Der hat eine Attacke verloren. Der hat eine Stärke verloren, random. Mal sehen, ob das so bleibt. Genau. Also so ein bisschen Data Sheets abgeschwächt. Gazi hat einen Sweep bekommen. Darüber bin ich sehr froh. Hatte nämlich leider keinen vorher. Und er hat einen Damage 2 Sweep. Das ist auf jeden Fall wundervoll. Genau. Und für Orks fast die beste Nachricht ist, dass Custodes eingefangen worden sind. Ich sag eingefangen, Ja, ich aber da weiß. sind 30%. Ich habe heute wieder von einem sehr, sehr bekannten 40k und Custode-Spieler gelesen, der ich. Es sind ein paar Sachen bekannt, aber wenn der ganze Kodex da liegt, werden sich doch schon einige Augen öffnen. Und es wird anders, als es jetzt gerade dasteht, weil momentan sehen die Leute so ein paar Pieces und sind im Tal der Tränen. Und das Ja, glaube ich nee. noch nicht mal. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich Denn glaube, das ist nicht alleine, grundsätzlich. dass eine Kustodes-Armee einen Walk hat quasi, Geil, ne? Ich finde es das richtig geil. ist. Also, du kriegst plus 1 DS. Und was war da noch dabei? Das ist eine Stärke sogar auch noch, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Also, dass es das überhaupt gibt, das ist schon mega cool. Und ich glaube, dass die Biker wieder richtig gut werden. Das Und glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. trotzdem werden Kustodes, glaube ich, auch mit dem neuen Kodex für Orks eine harte Nuss. Werden sie auch. Die werden auf keinen Fall, ja, wo, also eine harte Nuss muss man sehen, je nach Detachment, aber sie werden auf jeden Fall immer noch ein guter Gegner. Aber sie sind nicht mehr dieses dumme Auto-Win gegen Orks, Nee, das nicht. dass du mit dem Fight First einfach hast. Aber Und das ich ist. hole mir den Kodex, aber ich werde mich da auch ein bisschen reinlesen. Aber aktuell habe ich keinen Bock, Kustodes zu spielen, glaube ich. Also ich werde sie vielleicht privat da ein bisschen testen und Stefan damit auf den Sack gehen. Aber momentan hänge ich mich eher bei Drukhari rein. Und ich freue mich mit Drukhari, freue ich mich richtig auf Orks. Immer, wann, komm. Ja. Ja, Drukhari ist aber auch ein Matchup, was für Orks cool ist. Weil das Problem gegen Kustodes als Orks-Spieler bisher war ja, du chargest irgendeine Unit in den Kustodes-Player rein, dann tötet der Kustodes-Player deine Unit und wenn du vorher 2 CP hattest, darfst du noch ein Fight on Death machen, was aber nicht reicht, um den Gegner zu töten. Nee. Das heißt, ich opfer eine Unit und 2 CP, damit der Gegner vielleicht so drei Modelle verliert. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und das ist ehrlicherweise, also ja, Custodes haben nicht viele Modelle, aber auch Orks haben nicht so viele Trading Pieces, die dann da vernünftig traden können und so. Das war einfach nicht cool. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und das war halt schon auch kein schwieriges Spiel. Du gehst auf die Marker und dann bleibst du da stehen für immer gegen Orks. Musst nichts, also buchstäblich nichts machen, Naja, und dann genau. gewinnst das Spiel. Und das ist halt nicht nice. Deswegen, also, dass das passiert ist, ist für Orks auf jeden Fall eine coole Sache. Dann habe ich jetzt nur noch zwei Hardcounter gegen mich, Death Guard und Wotan. Aber ich glaube, ganz ehrlich, mit dem, was ich von den Kulisses gesehen habe, also von den Leaks für die Orks, da gibt es jetzt sehr Ich viel habe ja als Gerücht Variationsmöglichkeit. gelesen, ich habe ja als Gerücht gelesen, dass bei der Death Guard Units gehen, was ich sogar befürworten würde. Denn die Death Guard braucht keine Predator. Die Death Guard braucht keine Hellbrutes oder sonst irgendwas. Sie hat genug eigene Einheiten, die gut sind. Und das würde so ein bisschen auf die interne Balance dann so ein bisschen zurückgreifen. Und eine Death Guard Armee spielt sich dann auch wieder so. Also die spielt sich ja eh momentan ganz cool. Sie fühlt sich auch an wie Death Guard, aber ich bin gespannt. Momentan ist Death Guard richtig, richtig gut im Rennen. Auf jeden Fall ist er auch, also aus meiner Sicht eine der Top 3 Fraktionen aktuell tatsächlich. Ja. Das Problem, was ich bei der Death Guard habe, ist das Fight First, so wie es aktuell einfach gelebt wird. Es ist zu stark. Und dass der Ja, und Charakter dann für ungefähr 5 Punkte oder wie viel kostet der? 50. 50, ja. Das ist zu crazy, dass du den auch einfach dreimal spammen Ja, und kannst. dann auch noch Brauchst du die zwar nicht mehr, aber. dann noch die Lethal Hits. Ja, also. Weißt du, nur für die Lethal jetzt mit 50 Punkte ja schon echt ein guter Deal. Ja, genau. Also nur für die Lethal jetzt ein bisschen mitnehmen. Und Fight First ist halt crazy strong auf den Dingern. Allein deswegen haben Ja, die Ork-Nahkampfliste du damit dich mit Probleme. denen, du steigst halt auf den Rhino aus.
hockst dich auf den Marker, der gehört dann dir. Und wenn dich irgendwas auch noch charge, dann schmeiße noch Sustained Hits an. Sustained Hits 2, wenn der Marker auch noch deiner ist. Und dann. Ja, aber also aus Org-Perspektive brauchst du nicht. Reicht schon, du tötest Nee. schon alles. Brauchst Und gar damit keine Tötung tötest du halt schneller. auch Kustodes, ne? Ja, stimmt, das ist allerdings wahr. Ja, also sehr bequeme Position für Death Guard. Ich finde Death Guard auch sehr stark. Ich glaube aber, dass die noch ein bisschen eingefangen werden müssen mit dem Fight First. Ich persönlich finde, dass das Fight First einfach in der aktuellen Iteration zu stark ist. Ich finde, dass die dann zuerst auch gegen den Charge schlagen. Sehe ich nicht, dass das gut fürs Spiel ist. Muss ich persönlich sagen. Das Gatekeept tatsächlich alle Nahkampfdinger. Auch Drukhari haben damit ein Ja, Riesenproblem. Drukhari. Nee, Drukhari möchten nicht gegen Death Guard. Ja, alleine wegen des Fight First. Wenn die Fight First nicht da wäre, hättest du zumindest ein Game mit dem Fight First. Ist super schwierig. Ja. Also wie willst du die entfernen? Da musst du Gar ja nicht. wirklich Also kannst du dann. zerschießen versuchen. Ja, aber das weiß der Death Guard-Spieler natürlich, ne? Ja, und es gibt L-Stück-Ruinen, wo die sehr gut hinterstehen können. Ja gut, du hast noch Lilith mit Fight First. Ja, Aber wenn du oder? ihn mit Fight First sharkst und das ist deine Runde, dann haut er trotzdem vor dir zu. Ja. Ja. Dann bringt das auch leider nicht so Wenn du viel. mit Ja, Lilith schwierig. aussteigst und dich irgendwo hinhockst, dann kommt er mit Anti-Infanterie 2 Plus um die Ecke. Mit irgendwelchen Flamern und beröstet deine Elfen. Nee. Ja, ist schwierig auf jeden Fall. Naja, bin ich mal sehr gespannt. Aber also, wie gesagt, ich bin gerade noch im Orks-Glückstaumel. Also ich kann über fast alles andere gar nicht richtig nachdenken. Das Dread War Detachment, wo ich ja tatsächlich die Flinte schon ins Korn geworfen hatte. Ich hätte ehrlicherweise bei den Datasheets nicht gedacht, dass der Dread War irgendwas können könnte. Aber die haben eine. Also, es liest sich sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, Ja, dass aber das. ich glaube, da habe ich heute schon mit jemandem drüber geschrieben, das sind ja alles Fahrzeuge dann, ne? Ja. Und die Leute haben sich jetzt gerade auf den Space Marine Train eingestellt. Ja, das ist was dran. Und dann kommen die mit Haywire. Also die ganzen Elfenfraktionen können alle sehr viel Haywire aufbieten. Und ich glaube, das wird diesem Detachment nicht gut tun, dass sie in dieser Situation jetzt in den Meta reinploppen. Die machen halt wie in so einer guten Kneipenschlägerei die Tür auf. Also du denkst, die sind alle schon kaputt, machst die Tür auf und dann gucken dich drei, vier Mann an und sagen, ja, die sind noch frisch. Ja, ist was dran. Da hast du schon auf jeden Fall recht. Da muss man auch mal ein bisschen sehen. Also, wir haben ja noch nicht alle Keywords und so. Aber die Regeln lesen sich auf jeden Fall gut. Ja. Generell, viele von den Stratagems, die Orks jetzt bekommen in den verschiedenen Detachments, sind fantastisch. Also, das Green Tide Stratagem Setting ist so gut. Also, sie haben einfach alles, was man haben möchte. Es ist wirklich fantastisch. Und auch die Dread War-Dinger sind super. Also die sind auch die Stratagems sind fantastisch. Plus 1 Damage gegen Fahrzeuge auf den Raketen, habe ich Damage 4 Raketenwerfer. Fantastisch. Da Ja, blinkt ein Auge was trocken. soll ich dazu sagen? Ja, für Orks ist das was Gutes. Ich bin kein Ja. Org-Fan. Kann ich verstehen? Also eigentlich nicht, aber ich erlaube dir das natürlich. Nein, aber ich glaube, es ist cool. Ich freue mich drauf. Das Buch, es liest sich nicht als Power Creep, das möchte ich nochmal sagen. Was ich sehr schön finde. Ich Ja. finde es ja gut, dass die Kodizes, dass die Power eher seitlich verlagern und eher auf interne Balance achten, als nach oben die Power zu schieben. Ich finde das sehr, sehr gut. Genau. Und deswegen, ich bin sehr guter Dinge. Ja, ich bei Custodes, manche da Sachen lesen sich auch gut. Ich bin gespannt, ob sie Forgeworld noch einbinden, oder ob sie versuchen, ohne Forgeworld auszukommen. Ja, Ja. würde dann wahrscheinlich irgendwie sich in meine Seele brennen, wenn sie weg wären. Aber ja, mein Gott, dann ist das so. Aber, I don't know. Ja. Gute Frage. Ich hoffe schon, dass sie die irgendwann rüberbringen. Es wäre auch wirklich cool, wenn sie die einfach mal generell mit in den Kodex aufnehmen würden, ne? Die ganzen Fortschrittssachen. Oder Ja, zumindest machen sie aber ungefähr. nicht, glaube ich. Ich glaube, sie wollen sich genauso wie bei allen anderen Armeen von Forgeworld lösen. Das Aber könnte dafür hast sein. du super wenig Einheiten.
Ja, dann muss noch was kommen, auf jeden Ja, und Fall. dann, da muss ich dann halt auch sagen, da war es jetzt mit dem Index halt, du hast super wenig Einheiten und dann sind die Biker halt so richtiger Dogshit, um es nach Jan zu sagen. Ja, schon Ja. was dran. Und wenn das dann nicht läuft, dann hast du halt wirklich wenige Optionen auch für Liste-Archetypen, ne? Ja. Stimmt schon. Nicht super. Na gut, aber sobald die Kodizes droppen, also dann nächste Woche, werden wir die natürlich auch hier diskutieren, besprechen, Ja. analysieren, unser gefährliches Halbwissen in den Ring schmeißen. Genau, Ja, also ich bin ja richtig gespannt auf Chaos Space Marines, ne? der Kodex. Ja, der soll ja dann als nächstes kommen. Naja. Also, da, boah, da bin ich wirklich gespannt, wie sie es machen. Ja, ich allerdings auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas, was auch nur ansatzweise so mächtig ist wie das aktuelle Detachment raushauen. Das heißt, es wird, also das Detachment wird schwächer werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, glaube ich auch. Einfach Aber weil es vielleicht nicht, kommt ja also. dann da auch ein Fahrzeug-Detachment, wo man Waschtoren nutzen kann. Oh, das wäre so cool. Waschtor ist so ein geiles Modell und der seit herausgekommen ist einfach nicht so gut. Ich glaube, der schlechteste Halbgott von allen Halbgöttern. Ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich drücke auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Aber, und das muss ich nochmal ganz klar sagen, so ein Job wie GW da aktuell mitmacht, hatte ich da auch keine großen Sorgen. Ich glaube, da kommt was. Ich glaube, das wird geil. Ja. Ich zum Beispiel finde jetzt auch geil, dass die Custodes so ein, die stummen Schwestern da ein Detachment bekommen haben. Oh ja. Ich finde es cool. Also Ich auch die echt cool. Umsetzung werden wir sehen, wie gut die so ist. Die kann man natürlich kritisieren, aber dass es gekommen ist, finde ich super. Ich finde es richtig cool. Ja, man darf gespannt sein. Also, so wie sie das jetzt mit den Kodizes machen, finde ich gut. Ja, das Admech stimmt. müsste noch was kommen. Ich finde gerade persönlich bei den Necrons, die Zetan finde ich super destruktiv fürs Spiel. Das ist einfach, ich finde persönlich, das ist übertrieben. Ich weiß nicht, ob die den Fünfer Feel No Pain gebraucht hätten, alle. Den haben die ja nachträglich erst bekommen. Ja, also. Aber zumindest brauchen sie eine Punkteanpassung. Also da bin ich schon bei dir. Also man kann 5 Zetan in eine Liste packen und die Liste ist dann immer noch, die kann ein Spiel gewinnen und das finde ich nicht gut. Ja, und es macht dem Gegner dann halt auch einfach sehr wenig Spaß. Ja, das stimmt. Stimme ich Ja. auf jeden Fall zu. Also finde ich nicht super. Man könnte zum Beispiel überlegen, Zitan auf ein Zitan pro Armee zu begrenzen oder sowas. Zum Beispiel Hypercrypt Legion habe ich auf dem Turnier festgestellt, in den Händen von einem richtig guten Spieler, der sich damit auskennt, ist Hypercrypt Legion richtig stark. Aber sobald Hypercrypt Legion halt Fehler macht, der Spieler, dann ja, war es das. Ja, auf jeden Fall. Also da ist Positioning Kiki. Also es ist wirklich, ist viel wert. Ja. Ja. Ja, bin ich sehr Also, gespannt. Aber da gibt's ja, wurde ja auch schon angekündigt, dass jetzt bald eine Punkteanpassung kommt. ja, jetzt in 2 Wochen und dann das lädt, ne? Genau. Und da werden ja sicherlich dann Necrons und Admech auch angefasst, die ja vorher noch nicht verändert worden sind im letzten Update, weil die zu neu waren dafür. Wir dürfen also weiter gespannt bleiben. Ich würde mir aber auch Aber da eigentlich keine Sorgen machen. ja, aber auch so die Winrates sind schon ziemlich dicht beieinander jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Man kann natürlich trotzdem noch so ein bisschen die Spielstile kritisieren. Also Admech zum Beispiel, ja, man kann mit Admech durchaus auch gewinnen. Aber es ist sehr viel Arbeit und ein sehr, sehr enger Spielstil, den der Kodex erlaubt. Das ist ein bisschen schade. Da wäre, glaube ich, noch ein bisschen, sagen wir mal, Luft für Verbesserungen. Also diese Liste, die Infanterie spammt und dann die Geflügelten, da gibt es ja noch die Möglichkeit, hatte ich jetzt gesehen, so ein Archetyp, wo man dann noch Carnis Rex mitbringt, damit man auch ein bisschen Damage dabei hat. Ja. Das macht es schon wieder ein bisschen schöner. Hat Passt auch. der gute Engel E-Haube auf dem Firebug gespielt. Ja, genau. Und da ist 5-1 damit gegangen, wenn ich mich nicht irre, Ja. ne? Er ist in den Top 10. Ja, ist schon stabil, muss man sagen. Aber es ist, also insgesamt spielen es dann wenige Leute und es ist auch aufwendig. Man braucht eine sehr spezifische Modellauswahl und so. Also
weiß ich nicht. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen den Kodex in die Breite bringen. Also ich glaube, die interne Balance ist da auch noch verbesserbar. Also wenn GW es hinkriegt, dass du nicht mehr diese Schere Stein Papier Matchups hast, wo du wirklich echt schlechte Chancen von vornherein hast, das wäre toll. Das wäre wirklich toll, da stimme ich dir zu. Ne, Elder sind jetzt gerade immer noch sehr, sehr stark. Da kommt es sehr auf den Spieler drauf an. Also Elder spielen sich einfach nicht mehr Face-Rolling, aber in den Händen von einem guten Spieler sind Elder immer noch richtig, richtig schlimm. Aber die haben halt ganz krasse Outs. Ja. Und wenn du dann Pairing-Pech auf einem Turnier hast, dann Ja. Ich meine, ein bisschen Pairing-Pech wirst du, glaube ich, nicht verhindern können. Wenn du bist ja immer ein bisschen gezwungen, die Anti-Meta-Sachen mitzunehmen. Ja. Und so. Aber ich verstehe, was du meinst. Also da wäre auf jeden Fall auch noch ein bisschen Luft für Verbesserungen, also im Komplettdesign. Bin ich komplett bei dir tatsächlich. Also ich hatte es ja eben schon so halb scherzhaft gesagt, also Wotan und Death Guard sind für mich mehr oder weniger Outs. Stimmt natürlich nicht ganz, aber wenn das gute Spieler sind, sehe ich schon, also dann ist das schon der Stein auf meine Schere, ne? Also das muss ich ganz klar so sagen. Und das wäre natürlich cooler, wenn das nicht ganz so sehr wäre. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man Anfänger ist und Turniere spielen will, ist die Zeit schon viel besser als in der Vergangenheit. Also, das ist schon richtig gut momentan. Ich habe auch das Gefühl, mir sind vor allen Dingen jetzt, ich war ja in letzter Zeit viel auf Turnieren, ich habe auch einige Anfänger kennengelernt oder Neueinsteiger und mehr als sonst. Das ist ja erstmal schon ein gutes Zeichen, dass sich einfach mehr Leute trauen, auch in so ein System einzusteigen und damit auch klarkommen. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist nicht mehr dieses 9. Edition, muss erstmal 200 Stratagems lernen, bis es losgehen kann, sondern das ist wirklich, es gibt Leute, die haben so ihre Sache auf dem Schirm, du sagst denen deine Sache und die ist klein genug im Umfang, dass sie sich die wichtigsten Sachen zumindest merken können. Selbst für Neueinsteiger funktioniert besser, finde ich super. Also ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, um mit Warhammer anzufangen. Ist auch so, ja. Also ganz klar und gerade auch für die Turnierszene ist das cool. Die ist da, ja, ein bisschen Richtung, ich will jetzt nicht sagen casual gerückt, aber offener auf jeden Fall. Ist offen, ja, auf jeden Fall. Also in Osnabrück, da habe ich gegen zwei Spieler gespielt, die auch gar nicht so erfahren und oft spielen, aber die hatten ihre Armee ganz gut im Griff. Und da muss man sich dann schon strecken, ne? Auf jeden Fall. Also der Redemptor hat trotzdem eine große Plasma-Knifte, auch wenn Neueinsteiger sie in der Hand hat. Ja, und wenn der mit Oath of Moment Sustained Hits zieht, ja, Kommt schon ordentlich was bei rum. Yep. Allerdings. Ja. Mit Damage 3. Uff. Was sagst du dazu, dass Sepp und Benny announced haben, dass das HAO wieder 8 Spiele sind? Ich liebe es. Ich finde es super geil. Also, ich denke häufig nach GTs, also könnte morgen auch noch einen Tag spielen. Auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall hin. Ich finde es super. Ich hatte es mir ehrlicherweise im Vorfeld schon gewünscht. Hast du ein Ticket für Raccoon? Nee, das ist tatsächlich für mich einfach super weit weg. Okay. Ich habe ein Ticket. Mega geil, habe ich schon gehört. Ein Mensch, der das ein Ticket hat. Aber ich war noch irgendwie schon um 2:50 online. Ich habe immer auf Aktualisieren gedrückt und 2:02 konntest du auf einmal das Ticket bestellen. Nice, okay. Ja. Ja, also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich glaube aber, wenn man sich darum bemüht, kann man auch noch nachträglich ein Ticket bekommen. Ja, es ist lustig, dass dieselbe Reisegruppe wie letztes Jahr, dieselbe Autobesatzung, sage ich jetzt mal. Wir haben alle ein Ticket und wir haben uns gefreut wie die kleinen Kinder. Weil für dieses Jahr sind so noch die zwei Events, wo ich sage, freue ich mich richtig, richtig, richtig doll drauf. Ja, vielleicht muss ich da meinen inneren Schweinehund mal überwinden und einfach auch dazu kommen, tatsächlich. Zum Raccoon Rumble. Also, und das Haar wird einfach busted. Einfach. Wenn du nach. Wenn du nach dem ersten Tag denkst, so, ja, 3 Spiele rum, kommen noch 5.
Ach. Wenn du nach dem zweiten Tag nach 6 Spielen denkst, ach. Ja. Ja, dann stehst du so nach 6 Spielen, stehst du dann so, weiß ich nicht, 4-2 oder so. Und dann denkst du, ja, okay, sieht ja ganz gut aus. Dann muss ich ja jetzt nur noch die nächsten 2 Spiele irgendwie überstehen. Ja. Und dann guckst du in dein Feld, was so um dich rum rumkruspelt und denkst dir so, holy moly. Ja. Allerdings. Aber da Ja, habe ich das richtig wird Bock drauf. herrlich. Es gibt ja auch dieses Ironman-Turnier, wo die irgendwie 5 Spiele an einem Tag machen, bis dann in die Nacht hinein. Da will ich auch unbedingt mal hin. Das ist aber sehr schwierig, dafür Tickets zu bekommen, weil die immer Ist sofort super weg sind. voll immer. Das ist mega ausgebucht. Ja, voll. Aber Ja, wenn ganz man in der cool. Nähe wohnt, geht das. Aber ich wüsste nicht, was ich jetzt nach 5 Spielen um 2 Uhr nachts, was mache ich dann? Stimmt, dann fahre ich aber wie betrunken Auto, also. Nee, dann müsste ich irgendwie da schlafen auf jeden Fall. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ja, doch, doch, du hast recht. Nach 3 Spielen bin ich mal schon ein bisschen groggy, und nach 5 Spielen. Das 5. Spiel ist dann auch sicherlich nicht das beste Spiel, was man je gespielt hat in seinem Leben. Ich glaube auch nicht. Auf keinen Ja. Fall da mit einer Swarm-Armee hin. Also. Ach, und dann noch, wenn dann die Platte noch zu niedrig ist, dann hast du Rücken. Ja, das ist allerdings wahr. Ich hoffe, das machen sie nicht. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, mich bei HO dann wieder in dem Atlantik-Hotel einzumieten. Ja, ich auf jeden Fall auch. Das Ja. wäre es mir auf jeden Fall wert. Allein schon, weil du dann abends mit den Leuten auch chillen kannst und so. Ja. In der Mittagspause kurz baden. Ha, stimmt, du warst ja so ein bisschen, hattest Angst, dass du dich erkältest, ne, Nee, letztes ich war Mal. richtig. Beim letzten HAO hatte ich am Freitagmorgen noch Fieber. Ah, stimmt, du kamst aus der Erkältung raus, so war es nämlich. So, dann hatte ich mit Micha 13 abgemacht, wir wollen am Freitagabend noch spielen. Haben wir aber nicht, weil ich bin dann super früh ins Bett. Und genau, ich hatte abends, ging es mir auch richtig scheiße. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Irgendwie zieht sich das auch leider, dass ich erkältet bin, durch meine Major-Turniere. Auf dem Raccoon Rumble war ich auch erkältet. Ehrlich. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht. Das wird auch wieder besser. Ist halt einfach so ein bisschen, kommt immer noch aus der Pandemie raus. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe da echt auch, also ich hatte letztes Jahr so viele Atemwegserkrankungen wie sehr lange schon nicht mehr. Muss ich Ich sagen. habe dieses Jahr jetzt schon einmal Grippe und einmal nochmal Corona durch. Also. Ja, okay. Aber du hast auch noch kleine Kinder, das Ja, zählt nochmal genau. anders. Ja, auf jeden Fall hoffe ich mal, irgendwie einen Major mitzunehmen, ohne irgendwie angeschlagen zu sein oder so. Ja, Das wäre, glaube ich, das schön. kriegen wir hin. Das sollte doch zu schaffen sein. Ja, Leute, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, fahrt einfach mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schreibt uns an. Wir geben euch gerne Tipps. Oh ja. Wir helfen euch bei euren Listen. Schreibt einfach in Discord. Wir hauen auch mal unsere Listen, die wir gezockt haben, hauen wir dann auch einfach mal ins Discord rein. Ja, gute Idee. Gerne. Ja, wenn ihr da irgendwie Hemmung habt, oder ich habe ja letztens wieder gehört, ja, ich fahre nicht auf Turniere, weil die Turnierspieler sind ja alle so komisch und ich werde da von der Platte gefegt. Und wenn ich gegen einen guten Spieler spiele, dann rubbelt der mich einfach von der Platte. Nee, es ist komplett anders. Es hat sich komplett Also, gewandelt. ja, da stimme ich dir zu. Also, es kann natürlich trotzdem sein, dass du verlierst, aber so wirst du natürlich auch besser. Also, wenn du merkst, okay, das ist ein sehr guter Spieler, dann kannst du auch sagen, hey, ziemlich Lust, mir ein bisschen was beizubringen bei dem Spiel. Und da sagen wirklich 9 von 10 Spielern sagen, ja, so, ey, super gerne. Komm, ich erkläre dir, was ich wann mache. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir eine gute Zeit haben, dass du was lernst dabei und so. Und also ich habe an den Platten immer nur geile Typen. Da möchte ich ganz kurz nochmal die 40 Kings lobend hervorheben. So viel Banter, also Bullshit, den die an der Platte die ganze Zeit geredet haben, es war fantastisch. Ich habe mich die ganze Zeit einfach nur gefreut, dass sie mir blöde Sprüche drücken. Also so auf eine freundliche Art und Weise. Ja, Es war super. herrlich, ja. Also Ich es freue hat mich auch so schon viel Spaß gemacht. auf den TNT-Spieltag. Ah, ihr seid in der Liga mit denen, ne? Ja. Geil. Sehr, sehr geil. Na, das wird herrlich, ja. Ja, er hat auch mein erstes Spiel wieder gegen Frank. Leider nicht mit Orks diesmal an seiner Stelle, aber einfach fantastisch. Eine imposante Person. Definitiv.
Aber also, ich fühle mich da sehr wohl mit den Leuten. Genau, deswegen, also kann ich mich André nur anschließen. Versucht's mal mit den Turnieren. Man kann sich auch easy einfach einen Freund einpacken oder eine Freundin und sagen, hey, lass mal zusammen dahin fahren. Dann, es ist eine Lernerfahrung, man lernt Leute kennen. Die Liste wird immer länger an Spielern, die ich deutschlandweit kenne. Und das ist cool. Also Community wächst zusammen. Das ist ja auch einfach was Schönes. Man hat Also, mehr Leute zum Spielen, die man auch über TTS dann nochmal fragen kann, ob die mit einem spielen wollen und so weiter. Richtig cool. ich glaube, 80% der Leute fahren auf Turniere, um das Event an sich zu erleben. Da ist alles an Spielern drin von der Erfahrung her. Auf jeden Fall. Dann Also. fahren 10% der Spieler hin, die denken sich so, ja. Hier könnte was gehen. Ich gebe mir richtig Mühe und ich bereite mich auch exzessiv drauf vor. Und dann hast du die letzten 10% wirklich die Leute, die auf Turniere fahren, um Punkte zu sammeln und mit Siegambitionen, sage ich jetzt mal. Also die direkt sagen, ich möchte aufs Treppchen. So. Ja, das stimmt. Und wie Also. gesagt, also das sind für mich auch immer tolle Lernerfahrungen, also wenn man gegen sehr gute Spieler Ja. spielt. Und das sind, also in meiner Erfahrung, sind das dann auch immer ganz tolle Spiele, weil da klar kommuniziert wird, was die Erwartungshaltung ist und so weiter. Und das sind einfach die besten Spiele. Ja. Wie mein erstes Spiel gegen Arthur in Kassel. Ah, das war das erste Spiel gegen Arthur auch von dir, okay. Ja, er ist auch ein sehr guter Spieler. Das muss man auch ganz klar sagen. Arthur gehört dann zu denen, die auch mit der Erwartungshaltung auf ein Turnier kommen, dass sie zumindest gewinnen können. Wobei Kassel hatte er Drukhari dabei, richtig? Ja, genau. Die waren noch relativ neu in seinen Händen. Ja, und ich halt selber hatte auch noch gar nicht so die Erfahrung gegen Drukhari, weil sie halt bis dato einfach gar nicht mehr gespielt wurden, so. Und Ja, das stimmt. dann springen die dir dann richtig ins Gesicht. Das können die gut, ja. Ja, mal gucken. Ich bin jetzt wahrscheinlich beim Scrim gegen England dabei. Mal gucken. Soll, glaube ich, eine Armee spielen, die ich noch nie gespielt habe, aber ja, so ist das halt. Ne? Man soll seinen Horizont ja erweitern. Finde ich richtig cool. Meinst du schon vielleicht Knights oder Chaos Knights oder so, Ja, oder? Chaos Knights wahrscheinlich, ja, aber mal gucken, was sich der gute David da noch einfallen lässt. Da sind leider die Listen bei Knights kompetitiv natürlich auch sehr eindimensional. Ne? Also Ja. entweder du spielst nur kleine oder du spielst einen Knight Lancer. Ja, und das war es auch schon fast. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Und die Nörglinge sind natürlich Ja, und absolut Nörgelin, ja. notwendig, ja. Die sind die wichtigste Einheit in jeder Chaos Knight Liste. Ja, da fand ich die gute Liste von Tim in Osnabrück, und der hat mit Tyrant gespielt. Und dann mit dem Enhancement minus 1 DS, der hat ja eh eine 2er Hose und 28 Leben. Und dann hat er diese Harpune dabei gehabt. Anti-Infanterie, Anti-Panzer, Anti-Monster, 4 plus 12 Movos. Ja, schlimm. Ganz Ja, schlimm. also ich meine, in den meisten Matchups bringt es nicht so viel, aber manchmal sehr gut. Ja. Naja. Ja, hat gegen Okay. Abaddon dann auch eine 6 gewürfelt beim Verbunden. Das kommt auch noch. Ja, na gut. Man kann auch mal Pech haben, das stimmt natürlich. Alles Ja. klar, gut. Ja, wir haben Ja, euch, das. so haben wir euch so ein bisschen was erzählt über unsere letzten, sagen wir mal, 2 Monate. Ja, ne? Ja, so ein bisschen, ja, genau, ungefähr zwei, ein bisschen weniger, Ja. glaube ich. Turniererfahrung, einfach mal ein bisschen unser Eindruck. Ich bin aktuell sehr zufrieden mit allem eigentlich. Ja. Orks brauchen natürlich viel mehr AP, alles broken. Nein, Quatsch. Natürlich gibt es immer Kritikpunkte, aber also ich spiele aktuell das Spiel sehr, sehr gerne und fahre auch viel Ich auf auch. Turniere damit. Ja. Ich spiele es auch sehr, 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 sehr gerne. Aber ich muss noch was loswerden. Ja. Ich habe ja immer die Shorts gemacht auf manchen Turnieren, aber ich habe sie jetzt zum Beispiel auf dem Let in Hannover gar nicht gemacht, weil ich mich irgendwie, wie soll ich sagen, also für mich ist das auch so ein Tag, mal komplett rauszukommen. Und ich wollte die Zeit genießen.
und wollte mal Druck rausnehmen, Dinge machen zu müssen, sage ich jetzt mal. Ja, ist auch wichtig, Und das mal zu machen. Kann ich gut nach. ich werde das auf jeden Fall wieder auf dem Supermajor in Braunschweig machen. Richtig geil. Da kann ich leider nicht dabei sein. Also sehr, sehr gerne. Da werde ich auch gespannt verfolgen. Genau, und wo ich es auf jeden Fall sehr ausgiebig machen werde, ist in Bremen auf dem HAO. Und ich glaube, vom HAO im Vorfeld werden wir auch einiges machen. So eine kleine Road to HAO, weil da werde ich mich auch ein bisschen mehr drauf vorbereiten, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was ich da spiele. Also das mache ich ein bisschen meta-abhängig, glaube ich. Oder wie siehst du? Du wirst Ork spielen, ne? Ja, also gehe ich fest von aus. Ja. besonders wenn ich dann wieder den Kodex zum Ausprobieren habe und Listen und so, keine Ahnung. Also ich überlege auch immer mal wieder, mir so ein Thousand Suns Standbein aufzubauen, aber ich spiele halt gerne Orks. Ja, ich hab bisher nur Spitzohren auf dem HAO gespielt. Auf meinem ersten HAO waren es Drukhari, auf meinem zweiten HAO waren es Elder, also Craftworld. Mal gucken. Tja, bin ich mal gespannt. Ja, also ich will's, also ich mache das ganz spontan. Ich bin da gar nicht festgefahren. Nur irgendwie werden spontan immer Orks. Also die Wahrscheinlichkeit wohl sehr hoch. Naja, und auf dem Raccoon im November sind halt so viele Leute vom Stammtisch. Ja, richtig Ja. geil. Als ich das Ja. gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, vielleicht hätte ich doch ja, ein Ticket Aber besorgen die sollen. spielen halt alle AOS. Ja, stimmt, Ich die bin, glaube ich, der meisten. Einzige vom Team Stammtisch, der als 40k-Spieler hinfährt. Das kann tatsächlich sein, ja. Ja, Ja. AOS erlebt ja auch eine Blütezeit, kann man sagen. Oder erlebte zumindest. Mal sehen, wie die neue Edition wird. Ich bin Ja, überhaupt okay, nicht die ist gut. informiert. Aber die soll doch jetzt kommen oder so. War da nicht was? Meine Vampire wachsen. Ich baue. Hm. Ja, so Leute, wir haben eine Stunde haben wir, ne? Ja. Wir wollten auch nicht so lange machen, weil das Wetter wird besser und man kraxelt draußen im Garten rum. Ja, Und ich allerdings. habe auch morgen Dienst. Alles klar. Nee, ja, schön, dass ihr da wart auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig unterhalten. Und bei uns gibt es ja immer die Turnierwerbung, aber wir haben auch wirklich einfach sehr schöne Erfahrungen damit. Deswegen haben wir euch das auch nochmal ans Herz gelegt. Genau, dann hört ihr noch ein paar Worte vom guten Daniel. Hallo liebe Hobbyisten, hier noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn euch unser Content gefällt, ihr euch gerne unsere Videos anschaut und ihr gerne in unsere Podcasts reinhört, dann würden wir euch hier um eure Unterstützung bitten. Das geht ganz einfach, indem ihr auf diesen kleinen, aber feinen Abo-Button drückt. Das geht ganz schnell, tut nicht weh, hilft uns aber sehr. Dann noch viel Spaß auf unserem Kanal. Und wir können dann eigentlich nur noch sagen, schön, dass ihr dabei wart. Schaltet gerne wieder ein zu den Kodexbesprechungen. Und ja, André, möchtest du den Schlusssatz sagen? Ciao mit V, bye mit I, tschö mit Ö. Mach's gut. Tschüsseldorf! Tschüsseldorf, oh mein Gott. Ciao. Ciao.